eine Anwaltskanzlei. Steht doch draußen dran, oder? Sieht aber eher aus wie ein Schnapsladen. Diese Akten haben alle eine bestimmte Ordnung. Ja, dann müssen Sie sie selber wegräumen, sonst kann ich nicht putzen. Wie, ich soll für Sie aufräumen? Das ist der Grund, warum man eine Putzfrau beschäftigt. Man ist gezwungen, regelmäßig aufzuräumen. Wir müssen in nächster Zeit vorsichtig sein. Apropos vorsichtig, ich finde nicht, dass Sie das essen sollten. Sonst müssen wir anbauen, damit Ihr Cholesterinspiegel hier reinpasst. Wie ist denn das überhaupt passiert? Na, ich bin in Glasscherben getreten. Keine Schussverletzung? Nein, aber es tut trotzdem weh. Oh, was ist das denn? Weckt Tote auf. Und was macht er mit den Lebendigen? Und was geht Sie das an? Ja, manchmal habe ich ganz eigenartige Vorstellungen von dem, was mich was angeht und was nicht. Wir hatten mal einen gemeinsamen Traum. Kannst du dich erinnern? Ja, ich weiß. Und dann haben wir das gemacht, was alle machen. Es gibt dafür ein Fachwort, Erwachsenwerden. Vielleicht habe ich ja genau dazu keine Lust mehr. Ich denke, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Ja, kann ich machen. Nur wenn ich das mache, dann bringt meine Assistentin die Anzeige direkt an die Staatsanwaltschaft. Gegen Sie und gegen Ihren Mitarbeiter. Wollen Sie das?